Elvis und Judy Spreckles, eine Verbindung wie Geschwister. Heute nehme ich dich mit auf eine Reise durch die Geschichte von Elvis und Judy Spreckles, einer Bindung, die an Geschwister erinnert. Heute nehme ich dich mit auf eine Reise durch die Geschichte von Elvis und Judy Spreckles, einer Verbindung, die der von Geschwistern ähnelt. Sie war die Frau, die er als seine kleine Schwester betrachtete. Zurück im Jahr 1956 stieß Elvis auf Judy Spreckles, eine Erbin, die zuvor den wesentlich älteren Adolf Spreckles Jr. geheiratet hatte. Während seiner ersten Las Vegas-Saison hatte Judy einen nahegelegenen Bauernhof, aber sie nannte das Hotel ihr Zuhause. Verlobt mit Jim Cawthon, einem Mitunternehmer aus dem Süden wie Elvis, kreuzten sich ihre Wege im Hotellobby während seiner turbulenten Zeit in Las Vegas im Mai 1956. Judy erinnert sich an ihre Momente mit Elvis. Ich saß an einem Schreibtisch in der Lobby, schrieb einen Brief, als er auf mich zukam und ein Gespräch begann. Ich war freundlich und gestand ihm meine Bewunderung für sein Lied Heartbreak Hotel. Von dem Moment an, als wir uns trafen, war es, als ob wir eine unausgesprochene Verbindung hätten. Elvis schüttelte mir die Hand und grüßte: Hallo, freut mich, Sie kennenzulernen, meine Dame. Das hier ist mein Cousin Gene. Er führte mich in den Geschenkeladen, um mir ein Magazin zu zeigen. Elvis überlegte: In diesem Magazin steht, dass ich ein Hinterwäldler bin. Bin ich das wirklich? Ich antwortete: Nein, du bist ein Sänger. Von da an war ich die ganze Zeit mit ihm und den Jungs zusammen. Es war keine große Gruppe, nur ein paar von uns. Elvis war fasziniert von meinem hellblauen Cadillac, also kaufte er seiner Mutter das gleiche Auto, nur in Pink. Elvis und ich erkundeten Vergnügungsparks in Las Vegas, ritten Pferde in Kalifornien und hingen in Graceland ab, das er im März 1957 erwerben würde. In Graceland blieben wir die ganze Nacht wach, hörten Elvis singen und Klavier spielen. Er sang gerne Hymnen. Ich kannte mich nicht mit Hymnen aus, aber jetzt schon. Er hat mich mit Amazing Grace bekannt gemacht. Elvis hatte einen persönlichen Spitznamen für mich, Sugar. Bei Fremden nennt er mich immer Frau Spreckles. Er ist ziemlich formell. Es ist schwierig, die wahre Essenz einer anderen Person zu beschreiben, daher kann ich nur vermitteln, was Elvis für mich bedeutet. Elvis und ich sind Freunde, enge Freunde. Wir haben zusammen Spaß, und trotz unserer unterschiedlichen Hintergründe verstehen wir uns wie zwei junge Menschen in den Vereinigten Staaten. Wenn die Leute Elvis nach mir fragen, sagt er, sie ist mein größter Fan. Sie ist wie eine Schwester für mich. Und so ist es. Ich habe keinen Bruder, und Elvis ist ein Einzelkind. Wenn ich einen Bruder hätte, würde ich mir wünschen, dass er genauso ist wie Elvis, gut aussehend, talentiert, höflich und unterhaltsam. Nicht im geringsten eingebildet. Ich habe Elvis' Reise verfolgt, als kaum jemand von ihm wusste. Einmal, als wir mit einer Gruppe auf einer Abendgesellschaft waren, schien er in Gedanken versunken zu sein. Also fragte ich ihn: Elvis, planst du, diesen Nachmittag einen Film anzusehen? Er schaute schnell auf und fragte: Was ist los? Nichts, antwortete ich. Es muss etwas sein, beharrte er, du hast mich Elvis genannt. Normalerweise nenne ich ihn El, und das ist der Spitzname, den ich benutze. Ich versicherte ihm, dass ich nur Elvis gesagt habe, um seine Aufmerksamkeit von Tagträumerei abzulenken. Aber ich spürte, dass er verletzt war. Er möchte von allen gemocht werden, von jung und alt. Er ist sehr sensibel. Er ist nervös, wenn er die Bühne verlässt, noch mehr als vor dem Betreten, weil er die Zustimmung des Publikums braucht. Wenn die Menge nicht vor Begeisterung ausbricht, hat er das Gefühl, dass er es nicht geschafft hat. Deshalb waren seine Anfänge in Las Vegas anspruchsvoll. Minderjährige durften nicht in Nachtclubs, nur bei frühen Shows. Und Elvis hatte zuvor nie nur für ein erwachsenes Publikum aufgetreten. Du hast recht, nehme ich an. Aber du verstehst nicht, wie es sich anfühlt, wenn diese Kinder schreien. Dann weiß ich, dass sie mich mögen.
Es ist so ein großartiges Gefühl. Elle, du wirst nicht immer für Teenager auftreten, antwortete ich, du solltest lernen, jede Art von Publikum zu unterhalten und jedes Mal dein Bestes zu geben. Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass ich ihm besondere Ratschläge gebe. Wir waren Freunde. Und ich habe etwas Wissen über Showgeschäft. Während seines Aufenthalts in Las Vegas fragte er mich nachmittags, wirst du heute Abend in der ersten Reihe sein? Ich sagte, natürlich. Er antwortete, stelle sicher, dass du da bist, dich zu sehen, macht mich glücklich. Ich sagte ihm, Elvis, ich werde immer da sein, ich bin dein größter Fan. Es war jedoch erst nachdem wir fast eine Woche in Vegas verbracht hatten, dass er gestand, ich denke, sie mögen mich, aber es stört mich, dass sie es nicht so ausdrücken. Jeden Nachmittag sagte er trotzdem, stelle sicher, dass du dort sitzt, damit ich dich sehen kann. Im Juni 1956 berichtete der LA Mirror News, Elvis und ich seien Gegenstand romantischer Gerüchte, da wir während der Proben für die TV-Show von Milton Berle eng beieinander waren. Trotz ständiger Leugnung einer romantischen Verbindung trugen wir beide zu dieser Zeit Ringe. Mein Ring hatte die Initialen EP in Diamanten, während Elvis' goldener Ring mit schwarzen Steinen besetzt war, ein Detail, an das er sich 1974 erinnerte. Ich war bei der Beerdigung seiner Mutter dabei, verbrachte Zeit mit ihm in Hollywood und in Graceland und stand ihm während seiner Einberufung in die Armee im März 1958 bei. Gene Smith schrieb in seinem Buch Elvis's Man Friday. Judy wurde während dieser Zeit einer der unterstützendsten Freunde von Elvis und mir. Am 9. Dezember 1931 in New York geboren, heiratete Judy Powell im Alter von 22 Jahren Adolf Spreckels II am 30. Januar 1954, einen Erben der Spreckels Sugar Company, der 20 Jahre älter war als sie. Es war ihre erste Ehe und seine sechste. Kurz vor der Hochzeit war er zu 30 Tagen Gefängnis verurteilt worden, weil er seine Ex-Frau, die Schauspielerin Kay Williams, angegriffen hatte. Die Ehe mit Judy war ebenso stürmisch. 6 Wochen nach der Hochzeit zeigte sie Reportern ihren gebrochenen Arm und beschuldigte ihren Ehemann, ihn verursacht zu haben. Er bestritt das, und sie ließen sich kurz danach scheiden. Diese Erzählung stammt aus dem Buch Las Vegas 1956, das Erik Lorenzen mitverfasst hat. Meine Erzählung ist in Zusammenarbeit mit ihm. Das Buch ist bei ihrer regulären Elvis-Quelle oder der unten verlinkten Website erhältlich. Erwarten Sie mehr Elvis-Geschichten von mir, denken Sie daran, zu abonnieren und Benachrichtigungen für Updates zu aktivieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bitte geben Sie diesem Video einen Daumen hoch, ich schätze das wirklich.